Hände weg von meinem Haus. Das sagen heute diese Häuslebesitzer bei Bild und noch viele, viele mehr, die uns genau das in den vergangenen Tagen und Wochen geschrieben haben. Die Angst vor dem, was da kommen soll. Sanierungszwang, das Verbot von Öl- und Gasheizung. Diese Angst ist groß unter Deutschlands Häuslebesitzern. Ministerpräsident Bayerns Ministerpräsident Markus Söder jetzt bei Bild. Grüße Sie herzlich, Herr Söder. Können Sie den deutschen Häuslebesitzern ein Stück weit diese Angst nehmen? Nein, das kann man leider nicht, denn die Pläne von Habeck sind tatsächlich voll gegen jeden gerichtet, der ein Eigentum hat. Und sie sind eine extreme Belastung für viele Menschen, die kein großes Einkommen haben. Ich verstehe auch nicht, warum Robert Habeck genau das zum jetzigen Zeitpunkt macht. Die gesamten Hilfsmaßnahmen sind noch gar nicht abgewickelt. Zum Teil funktionieren sie auch nicht, kommen nicht beim Bürger an. Für Öl- und Pelletsheizungen beispielsweise gibt es immer noch kein abschließendes Verfahren durch den Bund. Genau in einer solchen Situation kommt der nächste Hammer, nämlich zu sagen, wir verbieten Öl- und Gasheizungen. Selbst das Handwerk, das da eigentlich den größten Vorteil damit haben könnte, sagt, wir haben weder die Wärmepumpen noch die Möglichkeiten, einen solchen Umbau vorzunehmen. Es gibt übrigens auch gar nicht genügend Strom dafür, um diese Umstellung zu machen. Und die Kosten sind so hoch, dass es für viele Menschen tatsächlich einen Abstieg, einen sozialen Abstieg bedeuten könnte. Deswegen kann ich nur sagen, ein völlig abgehobener Plan, der darf auf keinen Fall Realität werden. Jetzt hat Bayern ja Kraft und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat Kraft und ist auch wortgewaltig. Können Sie nicht sagen, ich stoppe das? Ja, wir suchen Partner dafür. Wir haben letzte Woche schon auf der Länderebene diskutiert. Die erste Auswirkung war ja, dass der niedersächsische Kollege die gleichen Bedenken äußert wie wir, was in der Punkt wichtig ist, weil er in einer Koalitionspartei der Ampel ist. Das muss natürlich innerhalb der Ampel gestoppt werden. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, man fragt sich überhaupt, auf was sich diese Ampel überhaupt einigen kann. Außer auf Verbote für irgendwas passiert ja relativ wenig. Es ist ein reiner Streitclub geworden. Und an der Stelle wäre aber jetzt Streit notwendig, um das zu verhindern. Man darf ja nicht vergessen, da gibt es ja verschiedene Pläne, die zusammengehen. Der gleichzeitige Plan der Europäischen Union, diese Energieeffizienz bis Ende des Jahrzehnts maximal zu tunen, geht ja genau in dieselbe Richtung. Die Pläne beispielsweise der Bundeswohnungsbauministerin beim Wohnungsbau, das Eigentum nicht mehr zu fördern, sondern nur noch den Mietwohnungsbau zu unterstützen, geht in die gleiche Richtung. Im Grunde genommen soll der Traum vom Eigenheim, der soll in Deutschland dauerhaft zerstört werden, weil man eine andere uniformierte Wohnungsbaudenke hat. Und deswegen, glaube ich, braucht es jetzt einmal ein grundlegendes Umdenken, vielleicht eine Zeitenwende für bezahlbares Eigentum und gegen Superbelastungen. Und bei den Grünen fällt mir nur eins ein, immer das Lied von Major Tom, völlig losgelöst von der Erde. So wirkt diese ganze Politik. Sie haben gerade schon ein Bündnis sozusagen mit Niedersachsens Ministerpräsident angesprochen. Was tun Sie alles denn, um diesen Plan, diese Vorhaben, diese Gesetzesvorhaben zu stoppen? Ja, im Grunde genommen, wir werden auf jeden Fall im Bundesrat tätig werden, sollte das tatsächlich Realität werden. Diese Pläne sind tatsächlich eine echte Attacke auf all diejenigen, die in der sozialen Mitte sind. Man spürt ja auch richtigerweise, dass in Deutschland eine neue grüne soziale Frage entsteht. Die Grünen sind auf dem Weg zu einer reinen Luxuspartei zu werden. Die Mitte der Bevölkerung, die sozial Schwächeren, scheinen sie nicht zu interessieren. Denn genau all diejenigen werden durch diese Situation besonders belastet. Übrigens schlagen sich diese Dinge dann ja umgekehrt auch wieder auf Mieter durch, wenn man so einen Zwang machen würde gegenüber Vermietern. Das heißt, es ist auch nicht nur gegenüber den Eigentümern, den Häuslebauern, den Häuslebesitzern ein Angriff. Es ist auch generell eine Schwächung des gesamten Wohnungsmarktes. Auch der Mieter werden am Ende belangt. Und deswegen braucht es da ein breites Bündnis dagegen, ein breites Bündnis gegen diese abgehobenen Pläne. Und natürlich muss auch die Ampel selber Stellung beziehen. Und dass ein Bundeskanzler von der SPD das am Ende unterstützen würde, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre falsch. Deswegen muss auch Olaf Scholz dies stoppen. Das Argument dafür ist ja klar, wir müssen irgendwie die Klimaziele erreichen. Das sagt die Ampel, das sagt vor allen Dingen der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck. Geht denn Klimaziele erreichen ohne solche Verbote, ohne Verbot von Öl- und Gasheizung? Na, schauen Sie, wir könnten noch was anders machen. Lassen wir die Kernenergie laufen. Gibt ja viele Forderungen dazu. Gestern hat die Bundesumweltministerin noch mal ideologisch hart gesagt, auf gar keinen Fall. Wenn man allein die Kernenergie laufen lassen würde, sogar noch etwas ausbaut,
Wenn man stattdessen Kohle einstellt, dann würde es am Ende dazu führen, dass wir ungefähr den CO2-Ausstoß von fast einem Drittel des gesamten Pkw-Verkehrs in Deutschland sparen würden. Das ist doch das Problem. Wir sind ideologisch auf einem falschen Weg. Übrigens ist es auch falsch, Gas aus den USA allein zu beziehen und nicht in Deutschland, im Norden Deutschlands, nach Gas zu suchen und es zu erforschen. Auch das ist ein riesen CO2-Verlust, den man hat, indem man Gas in den USA umwandelt in Flüssigkeit, das über den Atlantik schippert, bei uns wieder umwandelt in Gas. Also die Klimabilanz dieser Regierung, der Ampel und auch der Grünen, stimmt von vorne bis hinten nicht. Und dass die Grünen lieber auf Kohle statt auf Kernenergie setzen, zeigt eigentlich, dass es ihnen nicht um CO2-Reduktion geht, sondern um reine, alte, Entschuldigung, wenn ich das sage, linke Ideologie. Und das führt halt dann schlicht auch dazu, dass man nicht neuen Verfahren offen gegenübersteht und versucht dann an anderer Stelle das wieder einzusparen, auch wieder zu Lasten ideologisch gesehen des Eigentums und derer, die ein kleines Häuschen haben und sich das echt nicht leisten können. Ein Häuschen zu haben, das bedeutet eigentlich Wohlstand, vor allen Dingen dann fürs Alter Ruhe zu haben, sich keine Sorgen machen zu müssen. Wird das immer mehr von einem Wohlstandssymbol zu einer Last, so ein Häuschen? Ja, wir gehen in Deutschland insgesamt den Weg eines Wohlstandsrisikos. Wenn wir mal anschauen, wie teuer die Energiepreise sind und bleiben werden, und die Energiekonzeption des Bundes, wie gesagt, aus Kernenergie auszusteigen, selbst Gas nicht zu explorieren, nur darauf zu setzen, dass wir von anderswo viel teurere Energie kaufen, führt zu einer schleichenden Deindustrialisierung, zu einem dauerhaften Abbau von Wohlstand. Und sind wir ehrlich, es wurde ja versprochen, es gibt jeden Tag 5 neue Windräder. Also mit den Genehmigungsverfahren, wie sie auch jetzt durch Berlin zwar erleichtert, aber noch nicht vollständig umgesetzt sind, geht es nicht. Das bedeutet ja, dass in einer Woche 5 Windräder mal 7, 35 neue Windräder auf den Weg gebracht wurden. In den letzten 2, 3 Wochen ist das nicht passiert. Und übrigens nicht, wie mancher meint, nur in Bayern, anderswo genauso. Es fehlen übrigens auch die gesamten Verteilungsnetze, die da sind. Und deswegen mache ich mir wirklich Sorge, wie das da weitergeht. Hinzu kommt noch, dass man in Deutschland auch ungleich agiert. Ganz besonders der Süden soll benachteiligt werden. Wenn ich beispielsweise an Wasserstoffnetze denke, die sollen alle nur im Norden stattfinden, keins im Süden. Deswegen werden wir jetzt auch im Südnetz es zusammenschließen, auch da Partner, Baden-Württemberg, sogar Rheinland-Pfalz und Saarland, um über Wasserstoffnetze zu reden, weil sonst alles zu teuer wird. Bis hin zu der Tatsache, dass einige aus der Grünen Partei fordern, wenn Sie mich das nur kurz sagen lassen, höhere Strompreise zu zahlen, höhere Strompreise im Süden zu zahlen. Das alles führt nur zu Wohlstandsverschiebung und am Ende dann zum Verlust von Wohlstand. Lassen Sie uns noch einmal beim Häuschen bleiben. Wenn Sie jetzt nicht Bayerns Ministerpräsident wären, sondern der Markus aus Nürnberg, würden Sie sich in diesen Zeiten ein Häuschen kaufen? Es ist zumindest eine schwere Entscheidung. Wir bräuchten auch bessere Förderinstrumente. Also die KfW, Sie erinnern sich an das KfW-Programm, das von Robert Habeck gestoppt wurde, zulasten vieler neuer Wohnungen, die gebaut wurden. Und hat man ein kleineres aufgelegt, was nicht ausreicht, sodass viele Wohnungen und Häuser nicht gebaut werden. Wir bräuchten im Prinzip eine neue Eigenheimzulage. Der Bund, und das ist eine klare Forderung, muss eine Eigenheimzulage auferlegen, damit auch wieder Eigentumshäuser gebaut werden können. Denn das ideologische Kampf gegen das Eigenheim, wie es insbesondere die Grünen führen, ist falsch. Und deswegen braucht es in Deutschland eine neue Eigenheimzulage und ein neues Baukindergeld. Sind Sie selbst eigentlich betroffen von dem angekündigten Verbot von Öl- und Gasheizung? Wir schauen insgesamt in der Familie, was wir haben. Wir haben sehr viel umgestellt in allen Bereichen und man wird sehen, was dann am Ende rauskommt. Generell ist das Ziel, alles erneuerbar zu machen. Ich kann mir aber alles leisten. Mein Problem ist nicht, dass ich mir das nicht leisten könnte oder alle Familien sich das nicht leisten können, die, sagen wir mal, heute Politik machen. Die sind ja alle gut bestellt. Aber es geht um viele Menschen, die sich das nicht leisten können. Die heutige Ausgabe der Bild zeigt, wie viele betroffen sind. Und man darf auch nicht vergessen, wenn mal was vererbt wird, nicht jeder ist so reich. Bei der Erhöhung der Erbschaftssteuer durch Christian Lindner kam ja eh schon eine hohe Belastung für die Hauseigentümer zu. Das heißt, das wird belastet. Energieeffizienz Europäische Union, Gas- und Ölheizungen werden verboten. Im Grunde genommen hat man den Eindruck, dass dem einen oder anderen in der Ampel am liebsten wäre, wir würden alle wieder in Plattenbauten wohnen. Und jetzt kommt auch noch die Grundsteuer mit dazu als zusätzlicher Riesenaufreger für Millionen deutscher Häuslebesitzer. Die Grundsteuer und die Sorge, dass sich die vervielfacht in den nächsten Jahren.
So einen großen Aufstand gegen, wie bei der Grundsteuer, haben wir in Deutschland noch nie gegen eine Steuerart erlebt. Millionen haben da gar nicht mitgemacht erstmal, haben ihre Erklärung nicht abgegeben, vor allen Dingen, weil man die nur digital machen konnte. Und jetzt gibt es schon Millionen Widersprüche mittlerweile. Ein Aufstand, wie wir ihn nie kannten. Also wir in Bayern haben die Frist deutlich verlängert, weil es eben sehr viele Menschen gibt, die tatsächlich damit Probleme haben, es auszufüllen. Wir versuchen auch Beratung zu machen. Das ist ja ein Bundeskonzept. Wir in Bayern übrigens haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, regional etwas andere Konzepte zu machen, um das abzumildern. Weil in anderen Bundesländern wird es massiv erhöht worden. Wir haben das deutlich abgemildert, dieser Vorschlag. Weil wir nämlich auch finden, dass das zum Teil sehr unfair ist. Aber das ist ein Bundesvorschlag. Der kommt es übrigens auch nach einem Urteil des Verfassungsgerichts. Passt aber, wie Sie sagen, zu Recht genau in diese Entwicklung hinein. Noch einmal, wir brauchen einen Pakt für Eigentum, wir brauchen ein Bekenntnis zum Eigenheim und deswegen müssen an der Stelle noch mal alles überprüft werden, was geht. Es braucht zinsverbilligte Darlehen für den Eigentumsbau, es braucht eine Eigenheimzulage und ein Baukindergeld und keine extra Steuererhöhungen. Deswegen klagen wir in Bayern übrigens auch gegen diese Erbschaftssteuerreform, weil die insbesondere in den Gegenden, in denen hoher Zuzug ist, wie beispielsweise im Süden, zu hohe Grundstückspreise gibt, sodass jemand, der heute ein Häuschen erbt, zum Beispiel in Oberbayern, der kann das gar nicht behalten. Der muss das quasi verkaufen, was dazu führt, dass die Heimat ausverkauft wird und andere abgegeben wird. Das kann nicht sein. Bei niedrigen und mittleren Einkommen sagen Experten immer so, ist es eigentlich ganz gut, so maximal ein Drittel fürs Wohnen auszugeben. Jetzt sind viele schon bei 50% oder sogar noch mehr, was fürs Wohnen und die ganzen Energiekosten dann nochmal obendrauf drauf geht. Wo finden Sie es für niedrige, mittlere Einkommen so eine Grenze, die nicht überschritten werden dürfte? Ja, das kann man unterschiedlich interpretieren. Jetzt im Moment ist es einfach viel, viel zu hoch. Und es muss runter. Nochmal, da entsteht eine neue grüne soziale Armut. Die Treiber dieser ganzen Entwicklung sind ja die Grünen. Die anderen wehren sich ja nicht dagegen. Aber die Grünen sind der Armutstreiber in Deutschland mittlerweile geworden. Ich will dir gar nicht sagen, dass das Motiv nicht gut gemeint war, aber die Umsetzung, die stattfindet und die Geschwindigkeit und der Druck, der ist ideologisch gepresst und der geht zulasten vieler Menschen, die sich das einfach nicht mehr leisten können. Und es führt natürlich zu sozialen Spannungen und Verwerfungen auf Dauer. Und das dürfen wir auf Deutschland auf keinen Fall akzeptieren. Am Ende werden andere politische Kräfte davon den Ertrag haben. Und deswegen braucht es eine dringende Umkehr, eine Neuorientierung, ein Pakt eben pro Eigentum. Zum Schluss ganz kurz, Herr Ministerpräsident, das Wackeln wieder Banken plötzlich, das kommt für all die, die das jetzt nicht jeden Tag beobachten, total überraschend. Und wir haben in der letzten Banken- und Finanzkrise erlebt, dass das eben auch für uns gefährlich sein kann, wenn irgendwo eine Bank wackelt. Jetzt ist sogar relativ nah eine große Bank in der Schweiz, Credit Suisse, die ordentlich gewackelt hat und jetzt übernommen wurde. Ist das für uns auch gefährlich? Müssen wir Sorgen um unser Erspartes haben? Jede Bank, jede große Bank, die international tätig ist, die wackelt, ist eine Herausforderung für das Finanzsystem. Das ist ja genau der Grund, warum man anders als bei Lehman Brothers bei der Silicon Valley Bank in den USA massiv eingeschritten hat und warum man das jetzt auch in der Schweiz macht. Die Summen, die man merkt, die zur Absicherung da sind, zeigen übrigens, dass die Probleme der jeweiligen Banken viel, viel größer sind. Ich hoffe sehr, dass die gesamten Wirkungsmechanismen, die auf den Weg gebracht worden sind, helfen. Aber es ist wie immer das Gleiche. Wenn im Bankenmanagement Fehler passieren, plötzlich ist der Staat wieder sehr, sehr wichtig. Das zeigt, ich würde das Thema jedenfalls sehr, sehr ernst nehmen. Und der Bundesfinanzminister sollte sehr bald einen Bericht darüber abgeben, wie die Finanzsituation der deutschen Banken ist. Er ist letztlich der Chef der BaFin, der Bankenaufsicht. Ja, hoffen, wenn Sie sagen hoffen, macht mir das ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr Sorgen. Ja, ich kenne die Details nicht der gesamten Banken. Ich bin ja nur für Bayern zuständig, nicht für Deutschland. Und deswegen ist die Übersicht da leichter bei dem Fachgremium. Die Bankenaufsichten in Deutschland sind eigentlich sehr streng. Deswegen dürfte so etwas in Deutschland nicht passieren. Das muss man ausdrücklich sagen. Es dürfte eigentlich nicht passieren. Aber natürlich aufgrund der internationalen Verflechtungen, wenn eine Bank fällt, dann ist es zumindest, kann es Schockwirkungen haben. Und man sieht es ja auch in den Kursen, in den Börsen, die dann entsprechend reagieren. Trotzdem, durch die Rettung dieser Bank und durch die Aufnahme der Bank durch eine andere scheint die erste Gefahr stabilisiert zu sein. Aber man muss aufpassen. Herr Ministerpräsident, danke für das Gespräch. Wie immer gerne.